Ladies and gentlemen, this is Nikki S and welcome back to another round of Dota Auto Chess. So, in this round we are playing together with the one and only Paul Paradoxon. Yeah, we had a good time together in The Voice. In case you don't know Paul Paradoxon yet, he is doing Auto Chess YouTube videos as well. So, check out the link in the info box down below and check out Paul Paradoxon. Guys, leave him some love from your boy. Yeah, actually, this is a German special. So, in case you only understand English, you can actually enable the subtitles. And yeah, otherwise, enjoy the show and see you soon. Ich bin ja ehrlich, ne? Um Arceus zu spielen, da muss man schon so ein bisschen eine dämonische Seele haben, ey. Das ist schon witzig. Guck mal auf Weezys Feld. Guck dir das mal an. Das ist schon frech. Oh, das ist richtig. Vor allem, der Kollege hat so viel Leben durch die Orks. Alter. Hallo. Oh, Alter, auf meinem Feld ist halt alles voll. Guck dir mal auf meinem Feld an. Ei. Das sieht ja auch. Was ist da denn los? Hoffentlich, die kommt pünktlich zurück, ey, sonst haben wir Problems. Ja, also nicht der Problems. So. Oh, bitte, da. Da bin ich. Das hier die Max für mich. Hey, Robert. Danke für deinen zweiten Monat, für deinen Support. Erstmal danke reinschreiben. Vielen Dank für die Unterstützung. Papa, beste Lied einfach. Hast du gut die Max gezogen gerade oder was? Ja, ich habe zwei Tinkers noch im Roll. Frech. Also, es wäre eine coole Mac-Runde. Ehre, Robert, ja, man, Ehre. Okay, Milde coacht den Shino Tami ein bisschen. Das heißt, Shino Tami wird es auf jeden Fall Ding spielen, Warlocks. Obwohl es den Nigma nicht gibt. Mit Dings einfach mit Wizards. Was hast du gezogen? Nichts Besonderes. Eine Max mit Draw Ranger. So die besten Units. Also ein Misch. Tja, jetzt war natürlich wieder nichts Mac-mäßiges dabei. Das scheint immer ein bisschen belastend. Ich würde dir ja meinen Clockwork hier schenken, wenn wir in einer Duo-Runde wären. Oh, Duo-Runden hat sich auch wieder einer gewünscht. Duo-Runden, wenn man wieder viele Leute sind, muss man auf jeden Fall auch mal wieder spielen. Duos. Das muss dann nochmal kommen. Oh, mein Wasser ist schlecht. Trinkt zu viel, ist unfassbar. Ich habe fürs Abendessen gleich noch. Wir haben heute Mittag haben wir Curryhähnchen, meine Frau hat das gekocht. Boah, geil. Hier, wo es meine Frau gekocht hat. So richtig schön mit ein bisschen Zwiebeln drin, mit Karotten, ja, mit Hähnchen logischerweise. Richtig schön Curry, richtig viel schön Gewürz. Plus noch so ein bisschen Brokkoli, also hammergeil. Das klingt richtig nice. Ja, das gönne ich mir gleich noch zum Abendessen. Schon was übrig. Ah, hast du mich auch ein bisschen neidisch gemacht jetzt. Tut mir leid. So. Haben wir jetzt noch eine schöne Mac-Runde. Wünsche ich dir natürlich den richtigen Kurier, hast du auch dafür. Ja, Mann. Ich habe natürlich jetzt nach zwei Runden kein Mac mehr gezogen. Bei mir könnten es Hunter werden. Bei mir könnten es Knights werden inzwischen. Ich habe zwei Bad Rider im Roll. Das heißt, ich hab schon einen Chaos Knight. Ich kann mich immer nicht entscheiden zwischen Lifesteal dann und es ist alles. Ich hasse dieses Lifesteal-Ding einfach. Ich mag Worldmasters Item einfach nicht. Aber es ist richtig stark. Ja, ich weiß. Es ist richtig stark. Komm, ich nehme es gleich. Ich höre ja schon auf dich. Vor allem, wenn du einen Terrorblade zu den Max dazustellst, dann braucht er halt Lifesteal. Und du hast kein Warlock-Bonus. Dann ist so eine Maske schon wertvoll. Ich weiß nicht, ob die Max kommen. Ja, ist von der Mechanik ist schon geil, Lifesteal, das stimmt. Das stimmt. Also Heal habe ich jetzt auch schon mal hart mit Lifesteal. Wenn ich jetzt einen Carry habe, der dann Tranquil Boots hat, plus Ring of Innovation, plus Lifesteal, macht das schon Spaß. Okay, da ist der Timbersaw. Jetzt kann ich eigentlich nur die Hoffnung haben, dass ich irgendwie hinbekomme, dass Timbersaw überlebt. Mit Heal. Dem gebe ich Lifesteal. Hier rüber. Und die kaufe ich mir danach. Komm, lass mich die Runde gewinnen. Und dann brauche ich Mac. Hochgelevelt Max. Und er hat einen Level 2er und einen Terrorblade. Den Terrorblade könnte ich aber schnell wegmachen. Es geht alles auf Terrorblade drauf. Wandelt sich einmal und danach kommen die Ults direkt. Ah, wird eng bei dir, glaube ich.
Ja, er hat sein ganzes Ding aber verschwendet. Gerade, also jetzt nicht mehr, aber gerade bis gerade eben auf Timbersaw. Und Timbersaw bekommt ihn nicht down. Oh ja. Ah, wenn jetzt die Rockets kommen. Ja, easy. Nice. Nice. Das ist ein guter Start für dich. Ja, jetzt muss ich nur was hochziehen bei dem nächsten Roll. Oh, ich hab Tinker so gezogen. Timbersaw nochmal. Ich stell Tinker an die Front, damit er seine Rockets rausbekommt. Ich hab kein Mana mitgenommen. Live ist ein Alien nach. Ich hab Alien nicht mal geschaut. Ich hab immer nur Alien for the Predator geschaut. Aber auch nur einen Teil oder so. Ich bin so, eigentlich kenne mich so schlecht aus bei Filmen. Ich würde sagen, sowas wie Herr der Ringe und Harry Potter, so sind meine Sachen, die ich gucke mich immer wieder an. Oder der Hobbit und sowas jetzt auch. Auch wenn der Hobbit nicht so gut ist, wie alle natürlich immer sagen, verstehe ich auch. Aber Herr der Ringe habe ich Bock wieder zu schauen bald. Habe ich auch ewig nicht mehr geguckt. Das sind doch richtig gute Filme. Jahr so einmal. Ich habe es halt wirklich seit bestimmt auch seit einem Jahr nicht mehr gesehen, deswegen ist jetzt wieder Zeit, so einmal im Jahr Herr der Ringe. Aber die Leute wollen immer, dass ich die Extended Edition mir kaufe, aber die ist sau teuer. Glaube ich, hat auch Sammlerwert, oder? Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es da irgendwelche gibt, die ja keinen nicht so sammlermäßig ist. Aber die geht halt viel länger. Das ist halt viel noch länger als die Originalfilme? Ja, also das ist anscheinend so, ja. Deswegen wollen die immer, dass ich mir die gönne. Die gehen doch sowieso schon mega lange, diese Filme. So, gehe ich jetzt Hunter oder nicht? Das war belastend. Ha. Wie viel ist besser als er hier? Ach man, die Knights, Mann, die Knights, hätte ich mal mich auf den Shadow Fiend gerade verzichtet, hätte ich wieder besser die Knights mitnehmen können. Faceless Void kommt auch an. Er guckt schlimm für den 4K, Robert, das finde ich gut, das fühle ich. Mann, ich bin ein schlechter Gegner jetzt dafür. Oh, vielleicht bekommen wir es trotzdem raus. Ja, Mann, das war wichtig. Die Rockets einmal, dann sollten wir good to go sein. Okay, den bekommen sie nicht mehr down. Läuft bei dir. Ja, schauen wir mal. Die Knights sind ja auch am Start. Ja, ich hätte gerade noch sogar einen Abaddon mitnehmen können und den ich nur behalten können, wenn ich den Dings nicht den Shadowfiend nicht gekauft hätte, aber ich wollte nur den Shadowfiend haben auf einmal. Bei dem Roll war wieder mal gar nichts dran. Ich esse lieber die Knights mit. Tja. Also richtig geil ist es halt auch noch nicht. Nur ein Level 2er. Hast du die Rolls benutzt gerade? Ah ja, ich habe alle benutzt, ja. Ich habe von den Rolls auch keinen einzigen Mech bekommen. Also generell keinen einzigen Goblin. Ah doch, den Timbersaw habe ich gezogen, den zweiten, stimmt. Ganz beim ersten Roll war da drin. Gut, da könnte ich jetzt schon wieder, wobei die Knights sind gar nicht schlecht dafür. Die blocken erstmal gut weg. Nee, das sieht schlecht aus. Die Rockets kommen halt auch als ganz letztes. Hätten sie nicht schlechter verteilen können, die Rockets. Ich hab nicht mal was gekillt mehr. Ach man. Boah, Alter, aber gegen wen hast du nur gespielt? Gegen Adriano. Okay, dann ist er ganz schön krass. Der hat schon Hunter und Level 2 dabei. Hunter und plus Ork-Bonus, den Spawn. Ist schon frech auf jeden Fall. Ich könnte es halt sagen, ich gehe jetzt hart einfach auf die Max. Ich versuch's einfach. Ich will nicht wieder Knight spielen. Wobei heute keiner hat sich schon insgesamt sehr oft Knights gespielt. Versuchen wir es einfach mal. Ich glaube, es wäre safer gewesen, wenn ich vor die Knights mitgenommen hätte auch. Ja, wahrscheinlich. Hätte ich schon umstellen müssen, aber. Aber es gibt auch schon wieder zwei andere neben dir, die. Ne, drei andere, die Knights haben. Ja, und Goblin Das ist auch immer scheiße, wenn viele Leute Knights haben. Ja, aber Knights gibt es meistens nicht immer recht gut. Ja, wobei klar, wenn viele spielen, ist wieder schwieriger. Nein, es gibt krass, es gibt 6er Knight Bonus, aber es gibt halt 8 Knights einfach. Oder 9 sogar? Ich glaube sogar 9. Oder 8. Warte mal, Snapfire gibt's die ohne Knights? Nicht. Und ohne Snapfire gibt's 1. Ohne 2, gibt's 3, 7. Gibt's 7. Okay, also 8 Knights gibt's einfach. Ja. Wäre krass, wenn es einen neuen Knight-Bonus geben würde, mich mit Wizards stellen oder so. Das wäre crazy.
Oh, ich brauche nur Timbersaw. Oder Shadowfiend, wäre es natürlich auch okay. Okay, Shadowfiend bekomme ich aber nicht. Ist Schmille eigentlich gerade schon den Ding am coachen? Den Shinotami ist die Frage. Muss man ein bisschen auf Shinotamis Feld gucken, damit Mille da coachen kann. Stimmt, damit er was sieht. Ich weiß nicht, ob der eine Übertragung angemacht hat. Ihr werdet euch wundern, was spielt er denn am Ende? Ich muss mal gucken, was hinausläuft. Ah, ich bin gespannt. Kann man jetzt noch nicht richtig erkennen. Oh, gegen Ronny spiele ich. Den seinen Stil könnte ich mir echt holen, weil ich habe echt, glaube ich, sogar ein stärkeres Team als er. Oh, mein Ding ist auch nicht raus. Mein Shadowfiend, das tut schon mal weh. Seine Wölfe sind raus. Ich glaube, ich hol's. Ah, nee. Ja, da, doch, ich hol's. Jeder Roll ist halt Gold wert jetzt für dich. Money. Oh! Ja, auf Seinfeld habe ich es halt auch geholt. Ich oh ja, nice. Es gibt nur noch richtig Kohle. Ah, okay. Wow. Wie hole ich das jetzt, ist die Frage. Mein Ding kam nicht raus, hat Robert gerade geschrieben, weil ich es gerade nicht zitiert. Könnte man falsch verstehen? Ja, dezent. Ich komme irgendwie keine Bonbons heute gefühlt. Einer merkt, muss überleben. Ich finde es gut, dass man gegen die inzwischen auch Rolls bekommt. Ja, das ist ein richtig krasser Buff auf jeden Fall. Oh, ich glaube, ich hol's nicht, glaube ich. Assassins sind aber echt nicht stark gegen die. Ah, immerhin zwei besiegt noch. Viel zu. Zu unreif für solche Kommentare. Das ist wasted, oder? Ich sollte die Runde, glaube ich, eh gewinnen jetzt. Ich bin mir unschlüssig. Ich glaube, ich gewinne die Runde. Nee, ich glaube, ich muss nicht ein Timbersaw mit dem Eier hochleveln. Hab ich jetzt fast getan. Stacken wolltest du uns eigentlich nochmal oder nicht? Also Crown Stack nicht, aber Stack Voidstone, ich weiß es gar nicht. Boah, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Mill, ich brauche auch Bexy Gaming von dir, bitte. Plus 50% Mana. Nein, okay, Stack nicht. Mill hat schon geschrieben, wenn Mill nein schreibt, dann ist es auf jeden Fall schon mal richtig. Gönn mir ein Timbersaw. Das hier ist uns alles Schmutz. Oh, Weezy hat schon 4 Orks. Das ist auch stark. Oh, 4 Orks haben richtig viel Leben, das ist richtig. Plus der Bedrider macht ordentlich Schaden. Komm, Shadowfiend, ich brauch dich einmal. Ach, danke. Ja, gegen Weezy gewinne ich auch nur wegen dem Shadowfiend. Er kam sogar zweimal raus aus seinem Feld. Ja, das denke ich mir auch gerade.
Ich weiß noch gar nicht, wo es hingehen soll. Ich lose streake die ganze Zeit. Hab arsch viel Geld, aber ich habe noch keinen Plan. Ich habe nur eine Idee. Bei mir ist gerade die Frage, ob es Richtung Demons noch geht, doch. Ich habe seit Terror bei den Rolls gezogen, aber immer noch keinen zweiten Clock. Aber bei dir müsste auch langsam die Zeit losgehen, wo die Max schwach werden. Ja, zumindest solange die auf Level 1 sind, vor allem noch. Aber gut, du hast Shadowfiend 2, das ist schon mal stark. Ja, und Terrorbat ist auch, geht auch in die Richtung schon HF2, aber dann bräuchte ich meinen Anti-Mage noch, um den sinnvoll zu stellen. Ja, den kriegst du schnell. Ich habe das Ganze nicht aufgehört, ich habe schon ein paar Mal gesehen und einfach nicht mitgenommen vorher. Gut, vorher ging es auch in die Richtung Demons, da kam doch kein Terrorblade um die Ecke. Nochmal eine Medusa. Alter, ich könnte Richtung Dragons auch gehen. Ich habe Medusa 2 schon. Jo, moin, Medusa 2 in Runde 14, ja. Vor allem die neue Medusa ist halt so strong. Mach mir mein Leben als Coach nicht so schwer. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich überlege gerade, die zwei TBs rauszulöschen. Aber ich glaube, das ist mir jetzt ist nicht so schlau. Ich muss eher von den Max gleich weggehen, dann. So weh das tun wird. Komm, können wir auch mal die zwei Max hoch. Ich kann eh kein Gold machen. Hier irgendwas mitbringen. Nee, geht nix. Bin ich gespannt, ob ich das schaffe. Mal sehen. Tendenziell würde ich ja sagen, weil der Baum halt wegfängt, danach macht der Taunt, der Ex irgendwann seinen Taunt. Der Omni-Knight und Kunga sind mega stark halt auch in der Comp. Ja, genau, das dachte ich mir auch. Ich komm halt direkt aus der Loose Streak, ich habe nur die besten Units gegriffen, die ich gefunden habe. Ja, aber das war noch gut, wo du bekommen hast. Ja. Schiff nochmal. Also easy soll es eigentlich sein, ja. Ah, also der jetzt fünfmal easy, auf einmal, der weiß Boy. Ich nicht, aber... Der Omni kommt bestimmt noch mal raus, oder der hier? Nee. Boah. Das wird richtig knapp. Jetzt kommt der Schiff. Macht keinen Schaden mehr, das ist das Problem. Oh. Nein! Alter! Hat der Omni, war der nicht mehr voll. Oh. Es war eine Sekunde. Alter, ich war richtig knapp noch. Ich wollte gerade die Enchanted Mango nehmen, aber stattdessen habe ich gerade auf so sehen die... Roll, den Roll genommen, Alter. Ja. Oh, das war gerade nicht so geil. Master of Beasts. Ich muss kurz klarkommen, bevor ich jetzt irgendwas mache. Ich glaube, ich kann nämlich einen Flash aufbauen. Puh, okay. Das wird ja absolut interessant, was ich hier mache. Okay, wie sieht denn dein Plan aus? Willst du Richtung 6er Max gehen? Oh, ich weiß es nicht.
Vielleicht gehe ich sogar Richtung Dragons oder sowas. Oder Richtung Demons. Ich habe schon wieder zweimal Terrorbelt gezogen. Läuft bei dir. Ja, ohne Witz. Hauptsache erstmal die Streak gerade halten, ne? Enchanted, I'm sure. I'll just sharpen my spear and I'm ready to go. Könnt ihr auch Demon spielen am Schluss mit starken Einzel-Units einfach? Das hab ich noch nie so probiert. Yep. Du hast schon wie in Runde 18 2 Terrorbits bei auf der Bank, ist halt schon irgendwo hart. Boah, Alter. Aber ich könnte gerade überlegen, ob ich halt. Ich will aber gerade das Team, wie es gerade steht, funktioniert halt super zusammen. Ich will Shadowfiend nicht rausnehmen. Shadowfiend ist gerade schon echt strong. Ich glaube, dass zwei Terrorbats nicht so stark werden wie Shadowfiend und den Bounty. Du brauchst zusammen. Halt einen Anti-Mage. Ja, ich brauche einen Anti-Mage. Dann richtig. Kannst du die Bounty Hunters rausnehmen und packst einen Terrorblade rein. Ich habe schon Refresher Orb, doch, aber ich muss zweimal runternehmen. Ich muss von Medusa einmal runternehmen und einmal muss ich von dem Timbersaur runternehmen. Deswegen mache ich in Runde 20 und 21. Deswegen benutze ich es gerade noch nicht. Danach habe ich dann Shadowfiend mit Refresher Orb, Alter. Oh, ich habe den Weezy verloren. Tut weh. Das darf ich nicht auf meinem Feld verlieren. Komm, ich brauche die Streak bis zum Schluss. So, was stehe ich jetzt rein? Das weiß ich nicht, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Ich werde da nicht drauf gehen. Okay, das ist natürlich jetzt nice. Nehme ich. Was ist denn Schönes? Oh, Level 3er Baum gerade gezogen oder geht schon auf Akir gerade? Ja. Ja, richtig. Ii, da habe ich ja richtig Bock drauf. Komm, Shadowfiend, du musst alles wegmachen, bitte. Das ist nicht gerade gegen Weezy jetzt. Und mein Shadowfiend-Mana kam nicht raus. Das will ich gegen Weezy schrieben. Runde 19, das ist so klar gewesen. Das ist natürlich belastend jetzt für dich. Ja, ein bisschen. Weezy freut sich darüber, aber der ist auch echt stark gerade. Ja. Mit seinen vier Orks. Die Orks sind halt auch mega nice. Und klar, die Max fallen halt gerade schon ordentlich ab im Vergleich zu den Orks. Ich habe aber zwei Shadowfiend 2 drauf gehabt, damit verloren Runde 9 sind, muss man auch erstmal schaffen. Ja. Yep. So. Hey, komm, ich mach das mal. Ich mach das mal anders. Oh, runternehmen, danke, danke, dass du gesagt hast. Oh mein Gott, ich hätte es falsch vergessen. Das wäre hart gewesen. Manchmal wäre ich ohne die Community echt am Arsch. Der Richtige hier. Ja. Puh, meine Comp macht echt gar keinen Damage. Aber ich sollte es eigentlich trotzdem schaffen. Nice. Cool, dass ich so früh geschrieben habe. Der ist echt ein bisschen Delay manchmal.
Die Mage endlich mal. Glock. Enchanted, I'm sure. Tja, nehmen wir jetzt Shadowfiend runter, Leute. Das ist jetzt die Frage, die sich hier auftut, oder? Wahrscheinlich das Beste. Alter, das Monster ist echt ein Monster. Er hat alles instant von mir weggemacht. Bevor irgendwas ulten konnte. Ich bin ja ehrlich, ne? Um Arceus zu spielen, da muss man schon so ein bisschen eine dämonische Seele haben, ey. Das ist schon witzig. Guck mal auf Weezys Feld. Guck dir das mal an. Das ist schon frech. Oh, das tut richtig weh. Vor allem, er hat politisch halt so viel Leben durch die Orks. Alter. Eieiei. Ich meine, ich freue mich natürlich über die Streak, so ist das nicht. Pille schreibt plus eins rein. So, jetzt hätte ich aber trotzdem mal ganz gern den Alchemist. Der fehlt mir die ganze Zeit noch. Hm. Ich weiß nicht, ob die Medusa gerade noch ein Ding ist. Was meint ihr, Leute? Ist die Medusa gerade noch interessant? Oder soll man einfach die Max raushauen, die drei Stück, und nur den Bounty hinterlassen? Max raus. Schreibt schon die Worte. Wir könnten ja sogar nur ein Mac raushauen und einen Shadow Fiend, dann könnten wir trotzdem schon Terrorbelt und Anti-Mage stellen. Oh, das ist gemein, ey. Frech, frech. Enchanted, I'm sure. I'll just sharpen my spear and I'm ready to go. Aha. Mach ich mal so. Vielleicht ist das besser. Voll die weirde Comp einfach. Meine meinst du? Meine auch. Auf mein Achso, deine auch. So, ich hab da Kias. Ist immer weird, generell. Ah, ich verliere jetzt aber gegen die Assassins. Assassins sind natürlich assi, weil alle meine Nicht-Akias hinten stehen. Ja, das ist bitter. Also, du spielst mit zwei Arceus oder vier? Ja, ich spiele mit zwei Arceus. Ich wollte das mal ausprobieren. Okay. Und so mit Droiden zusammen. Das hört sich auf jeden Fall auch richtig eklig an. Ist es auch, weil du halt die Droiden ganz schnell hochleveln kannst. Droidikas, Junge. Ja, Mann. Oh. On my way. Ever more venomous. Enchanted, I'm sure. Oh, Alter, ich roll seit Jahren und krieg keinen Alchemist. Das gibt es nicht. Ich krieg keinen Alchemist. Ja, das ist eine gute Frage eigentlich. Ich überlege gerade, ob der Warlock-Bonus besser ist. Der Warlock-Boy ist auf jeden Fall böse. Der Assassin-Boy ist auf jeden Fall böse. Du musst wahrscheinlich wie immer ein Bait.
just sharpen my spear and I'm ready to go. I'm the brains. And I'm the brawn. On my way. Okay. Schaffen die List? Oh, der Versteinerung, die war wertvoll. Der Versteinerung war wertvoll. So. Enchanted, I'll just sharpen my enchanted, I'm sure. I go. Alter, ich habe gerade gar keinen Plan, was hier auf dem Feld gegen dich passiert ist. Viel explodiert auf jeden Fall. Ich brauche meine Upgrades jetzt mal, sonst habe ich echt ein Problem. Oh, da ist irgendjemand sonst rausgeflogen. Sonst habe ich gleich ein Problem. Ich hätte jetzt gern noch einen Lone Druid. Fehlt dir nur für Level 3 oder wie? Ne, Level 3 hätte ich schon. Aber ich würde den gern für Akia draufpacken. Ah, okay, ich verstehe ihren Struggle. Enchanted, I'm sure. Enchanted, I'll just sharpen my spear and I'm ready to go. Guess we better. Ich bin gerade minimal am Tilten. Oh, belastend. Das ist recht unlucky alles. Oh, irgendwas. Oh nein, ich habe meinen Lone Druid vergessen einzupacken. Ich war wieder mein Verräter, wie es aussieht beim Shinotami. Zwei Runden in Folge kein DK. Alles ehrlich, DK ist manchmal echt ein richtiger Verräter. Okay, Monster hat mich komplett zerstört. Alter, das Game hasst mich einfach so sehr. Ich weiß gar nicht, was ich dem Game getan habe, manchmal. Wenn man den als Gegner sieht. Nein! Hallo, das war ich. So, das war ganz runter. Tut mir leid. Oh, Alter, auf meinem Feld ist halt alles voll. Guck dir mal auf meinem Feld an. Eieiei. Ei, ei. Das sieht ja auch. Was ist da aus. Denn los? Okay. Ich brauche jetzt wirklich ein bisschen mal die Gönnung hier. Ja, ich auch. Brauch auch die Gönnung. Ich zieh keinen Shadowfiend mehr. Ah, da ist die Gönnung sogar.
Also, wenn man da echt drüber nachdenkt, wie viel ich jetzt gerollt habe für diese Shadow Fiends und für die Terror Blades. Ich habe jetzt halt. Ich habe gerade wieder 30 Gold gerollt oder 20. Oh nein, die ist ja. Ich habe keinen einzigen davon gezogen, Mann. Ist aber halt auch einfach nur frech. Ich peile überhaupt nicht, wo meine ganzen Units herkommen. Die kommen aus den Löchern irgendwie. Geh jetzt erstmal Creep Wave. Ah, du hast auch kein Gold mehr, ne? Aber Shadow Fiend 3. Ja, ich hab mit dem Iowa jetzt hochgelehrt, weil ich safe gehen wollte gegen die Dinger hier. Aber macht gar nichts, der scheiß Shadow Fiend. 0 Gold gegen die geholt, ist halt auch hart. Ach man, die Runde hätte so krass werden können, aber dann kam auf einmal Terror und Shadow Fiend. Die kamen so früh, kamen so gut, dann kamen sie gar nicht mehr irgendwann. Das ist halt typisch, ne? Das ist der Klassiker. Ja, 6 Warlocks wäre der Plan gewesen, aber ich wäre nachher ja wieder geswitcht. Also ich hätte ja nachher wieder Dings, das Ausschießen weggenommen. Ich brauche nur mehr nur 1, der hätte ja easy bekommen irgendwann. Weil Nix so. Wieder nur 3 hat, Monster. Jetzt muss ich mich konzentrieren. So wird er nicht gelevelt. Jetzt kann ich noch irgendwen raufstellen. Ah. Dann kannst du ja ein Icon zweimal stellen, theoretisch auch. Ja. Okay, das ist natürlich nice. Oh, Monster hat 9 Mages. Ja, bin ich halt tot, ne? Das ist ja krass. Oh ja, das ist ordentlich jetzt, stimmt. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Gegen Adriano verliere ich auch. Mit den Wizards hat er das gestellt. Enchanted, I'm sure. I'll just sharpen my spear and I'm ready to go. Ich wäre so froh, wenn ich einen Alchemist ziehen würde. Ich muss irgendwie überleben gerade nur, Leute. Das ist, tut weh, aber... Es ist, wie es ist. Ja, ich werde doch eh verlieren gleich. Ich wollte halt nicht mehr irgendwas hochsparen, großartig. Bin froh, wenn ich noch mal ein bisschen länger überleben kann. Ach man, da kommt gleich wieder der fette D-Rank reingeflogen. Kann nicht wahr sein. Oh, Paul, es wäre doch nicht nötig gewesen, die ganzen Items. Alter. Oh, das habe ich nice bekommen. Aber nicht alle von mir, sind auch von Weezy. Ja, ich habe gut was bekommen. Aber bin ich jetzt selber tot? Ah! Shen spawnt hier noch. Auf jeden Fall oh nicht. Mein Gott, das darf nicht wahr sein. So, TP'n brauche ich gar nicht. Ich glaube, ich bin tot, oder? Ja, ich glaube es nee. Auch. Nee! Wie bitter das war. Ich habe auch so viel Gold verrollt am Schluss. So, guys, I hope you enjoyed the game. If you did, leave a like, leave a comment down below and subscribe to my channel if you like the content. For now, I leave you with the rest of the game. Guys, see you in the next video. Ich finde das Team echt von den Monstern echt cool, wie das gemacht hat mit den Wizards, muss ich aber sagen. Muss ich auch sagen, habe ich gerade auch gedacht. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Chiro macht geilen Mage Damage, der Ding macht geilen Mage Damage, der Disruptor. Ja. Habe ich so auch echt noch nicht frei im Game. Aber keine Chance, die können nichts machen, sind einfach eingefroren. Oh, oder?
Adrian und ich haben uns gegenseitig kaputt gemacht, weil wir beide Demons gespielt haben. So. Ah, ich realisiere jetzt erst, dass der Zwergen, also der Dwarf-Bonus, dass der erst bei zwei Leuten aktiv ist. Das hatten wir vorher schon, Niki. Habe ich gar nicht mitbekommen. Okay. Ah, ich habe gerade so gedacht, so, hä, macht Gyro nicht die Combo kaputt? Aber nee. Stimmt nicht, ja. Weil man braucht ja zwei. Ich habe ihn deswegen früher nie gesehen mit Gyro. Alter. Krass, krass. Dickes GG.